ist das klassische Verfahren der Direktsaat mit der Vorsaatbehandlung von Glyphosat auf den Altraps ein Garant für einen sicheren Feldaufgang. So wird das Thema beim Raps schwierig, wenn wir auf Glyphosat verzichten. Glyphosat hat den Vorteil, der Raps hört auf zu wachsen, sobald es drauf ist und es ist ausgebracht, so bevor das Getreide gekeimt hat. Eigentlich sollte man meinen, dass Raps kein Problem darstellt, weil man auf Raps ja immer sehr viel Rücksicht nehmen muss, was die Sauberkeit der Spritze anbelangt, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden. Die Problematik liegt aber darin, dass wir sehr wenige Herbizide haben, die als blattaktive Herbizide im Herbst eine Zulassung haben und schon gar keine Zulassung im Vorauflauf des Getreides. Viele Herbizide haben erst eine Zulassung ab EC11 oder gar EC13. Durch den späten Einsatz macht der Raps in den 10 Tagen zwischen Aussaat der Gerste und dem Auflaufen der Gerste dem Keimling Konkurrenz. Man kann richtig erkennen, dass unter dem Raps die Gerste in der Bestandsentwicklung weit zurück ist. Hier ist vor 4 Wochen eine Herbizidbehandlung erfolgt. Und zwar aus Chlortoluron, Difluphenican und Sulfonylharnstoff. Man sieht, dass der Raps bis heute noch ein Problem in der Konkurrenzkraft und der Beschattung darstellt. Die Frage ist letztendlich, wie groß darf der Raps zur Gerstensaussaat sein, um dieses Problem zu eliminieren? Oder mit welchen Herbiziden bekommt man eine schnellere Wirkung hin, um dieses Problem zu reduzieren?